Moin moin Leute, ich bin Lilikopf Sprain oder einfach nur Janik und ja, du hast richtig gesehen. Wir befinden uns gerade zur Gruselstunde und es gibt einen langen... What the actual fuck? Horror-Einteiler. Ich wollte schon Trailer sagen. Deswegen am Anfang erstmal ein dickes Danke an Jasmonmon, die mir dieses Spielchen hier zukommen lassen hat und gesagt hat, das Game ist ziemlich geil, es gibt 4 verschiedene Endings, du wirst mit Sicherheit das Beschissene rausholen. Es wird ein Einteil, das wird ein bisschen länger dauern. Es ist jetzt gerade... mega gruselig. Ich freue mich. Es wird nice. Horror Games. Einteiler. Hast du Bock auf Einteiler? Schreib's gerne in die Kommentare. Lass einen Daumen da, damit ich sehe, dass ich sowas mal wieder öfter machen soll. Weil momentan bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich das auch mal wieder mache. Du kannst entscheiden. Wir playen das Game. Another Turnvex Game? Turnvex Games. Gutes Intro schon mal. Wäre ich Entwickler, würde ich mir holen. Tolles Intro. Gefällt mir. Game Developer bei Stanislav Trofsky. Don't forget to play alone and use headphones. Bin allein. This game contains flashing lights. If you suffer from anxiety or have any medical condition which can be affected as a result from increased heartbeat or have any heart... Freunde, denkt da an das ganze Kram, an hier dran, ne? Wenn ihr Epilepsie-Anfälle bekommen könnt oder solche Sachen. Es wird auch wohl anscheinend gruselig sein. Aber das sollte man ja schon wissen, wenn man ein Horror-Game guckt. Crouch, important. Es ist wichtig, sich zu ducken. This game is to be played and completed in a single sitting. Estimated completion time is 30-40 minutes. Best of luck and enjoy the ride. Ihr könnt unten jetzt schon sehen, wie lange ich gebraucht habe. Wahrscheinlich viel länger. Drains battery fast. Man kann sich umgucken, Inventory, sich ducken, Flashlight. Und wenn man aufnimmt, dann zieht es die Batterie runter. Also muss man bestimmt... Hey. Hi. Come on. Wohin? Ich will mich nicht bewegen. It's time to start again. Start what? Paranormal Findings. Okay, man läuft richtig komisch. Wenn man einmal kurz W drückt, läuft er noch ein viel größeres Stück weiter nach vorne. Press E to eat. The reporter asked when. I told him. My daughter went off from home on... meine Tochter ist am Freitag um 8 Uhr abends am 2. Juni gegangen. Das ist die letzte Zeit, wo ich sie gesehen habe. Danach ist alles dunkel für mich geworden. Es gab keinen Grund mehr zu leben. Ich habe meinen ganzen Grund verloren, weiterzumachen. Okay. Unsere Tochter ist auf jeden Fall weg. Würde ich jetzt einfach mal so blind behaupten. Okay. Kein Baby im Ofen. Immer ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe, aber konnte man machen. Konnte man machen, habe ich gemacht. Batterien habe ich wahrscheinlich aufgenommen, weil ich kann jetzt Batterien chargen. Okay. Ich weiß auch nicht genau, wann ich aufnehmen sollte. Ich muss ja paranormale Dinge aufnehmen. Ist das paranormal genug? Ah ne, wir haben uns hier jetzt gerade unsere Rest-Area aufgestellt. Ah, okay. Das ist so ein bisschen gerade wie die Ghostmasters von Supernatural. Wie hießen die nochmal? Ohne Scheiß, wenn ihr wisst, wie die heißen, sagt das gerne. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie die heißen. Ghost Snatchers? Nein, wie hießen die? Random Letters? Das ist aber weird. Bestimmt steht ja gleich mal irgendwann ein richtiger Satz oder so. Vielleicht 45. Maybe 45. Okay. Passiert jetzt schon paranormaler Scheiß? Boah, ey, ist das jetzt schon... Warum ist das jetzt schon gruselig? Stop, please. Ich habe erst einmal Batterien gefunden, ne? Locked. Da oben ist ein Ventil. Oh. Jasmin hat übrigens am Anfang, bevor ich das Game jetzt aufgenommen habe, gesagt, hoffentlich bist du nicht zu doof dafür. Das fand ich schön. Weil das werde ich mit Sicherheit sein. Ah, okay. Das ist quasi ein Akkuladegerät. Ich habe gar nicht Batterien aufgenommen, ich habe ein
Ladegerät. Und da ist ein Schlüssel dran. An den ich nicht drankomme. Ich muss paranormale Sachen aufnehmen. So viel habe ich jetzt schon verstanden. Ich weiß. I'm a smart ass. So, jetzt haben wir einen Schlüssel aufgenommen. Und hier waren wir noch nicht drin. Das sieht nicht normal aus. Ich habe sowas nicht zu Hause. E to grab note. Okay. Set up all my equipment, my two cameras and rest area. Eine Kamera habe ich noch nicht aufgestellt. Pure sacrifice will provide considerable fortune for those of the afterlife. For young and your own will grant such fortune upon the passing. Acceptance of death is needed. Regret, hate, sorrow will bring forth a loop. At the expense of others, one can obtain it all. A true passing, a true death, a true eternity. Nurture the four, then select them off, one by one. Start with the youngest, then proceed onward. Only the devil will hear their suffering, but you all will see it. In the end, only the dead will know your tale. Acceptance is futile. Okay, also es geht hier, glaube ich, drum. Very beat up key has something written on it, bottom gathering. Digga, bottom gathering, okay. Das hier hat, glaube ich, was damit zu tun, dass man irgendwie das Nirvana erreicht, das den Himmel. Und dafür muss man Leute umbringen, und zwar die vier Jungen. Beim Jüngsten muss man anfangen und dann weiter nach oben. Klingt creepy. Aber ey, das ist ein Horrorgame. Was erwarten wir hier? Irgendwo muss ich auf jeden Fall noch eine Kamera aufstellen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo. But somewhere. Und wir werden jetzt irgendwie in den Bottom Gathering Raum rein können. Hier nämlich. Hier muss auch noch die nächste Kamera hin. Okay. Jetzt können wir paranormalen Scheiß aufnehmen. Was passiert hier? Ich habe gesehen, dass sich die Tür geschlossen hat. Das war nicht normal. Don't let her out? Lass sie nicht raus. What the actual fuck? Warum ist hier ein Rasierer? Nein, es ist ein Foto. Es ist ein Stück von einem Foto. Das ist doch kein Rasierer, Digga. Oh, wir können. Oh, oh, oh. Das sind, glaube ich, Stücke, die man langsam zusammensetzen muss. Hier will man irgendwann bestimmt auch durch können. War das Bild schon die ganze Zeit hier? Wahrscheinlich. Kann man eigentlich die ganze Zeit entspannt seine Batterie aufladen oder kommt irgendwann mal ein Monster? Hilfe. Momentan wirkt das Spiel noch ruhig, Freunde, aber ich habe auch noch nichts gefunden. Dementsprechend. So viel dazu. Ich konnte mich einfach ins Bett legen. Okay. Do you believe in ghosts? Denkst du an Geister? Of course you do. Natürlich. Otherwise you wouldn't be here. Sonst wärst du nicht hier. Okay, also anscheinend versuchen wir irgendwo unsere Tochter wieder zu kriegen. Das dachte ich mir am Anfang schon. Okay, man kann durch die Kamera switchen. Und wir können natürlich aufnehmen, wenn was passiert. Da passiert doch irgendwas mit dem Teddy bestimmt. War das der Tresor? Ich kann die Kameras halt nicht bewegen. Geil, okay, ich hab's nicht mitbekommen. Hätte was passieren müssen. Also da ist was passiert, aber ich hab's nicht mitgekriegt. Shit. Okay. I'm starting to get a little dizzy, I should rest. Investigate change, if any. Okay, wir sollen gucken, ob sie irgendwas verändert hat. Wenn nicht, alles tutti. Was konnte ich hier denn jetzt gerade machen?
Das sind andere Buchstaben. Ich bin mir sehr sicher, dass das andere Buchstaben waren. So, wir gucken uns hier mal weiter um. Der war beim letzten Mal auch so glücklich, dass er sich erhangen hat. Hat sich auch nichts geändert. Da ist immer noch das Drehrad oben. Da steht auch immer noch der Teddy. Okay. Dann möchte ich noch mal einmal kurz chargen. Okay. Es wird verrückt. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr experimentell. Was mir sehr gefällt. Ehrlich zu sein. Weil ich ein Dummkopf bin, ist das natürlich ein bisschen schwierig für mich, erstmal alles zu verstehen. Irgendwo hat auf jeden Fall einer ganz, ganz doll gegengeschlagen. Am Ende sind wir ein Psychopath und das heißt nur don't let her out, weil wir die da irgendwie einsperren oder so. Könnte dir entgegengeklopft haben. Immer noch zu. Ich wüsste jetzt nicht, wo sich was verändert hätte. Auch wenn das Klopfen und alles gerade schon sehr krass war. Das ist immer noch der gleiche. Oh, noch eine Notiz. Their faces so red, I covered them with a cloth, but the blood dried. Now the cloth remains. Could this be for the better? Guide me. Ihr Gesicht ist so rot, ich habe es mit einem Tuch verdeckt, aber das Blut, das trocknet. Jetzt bleibt dieses Tuch nur noch. Ist das besser so? Führe mich. Damn, boy. Also das Einzige, wo ich so ein blutiges Tuch gesehen habe, war das hier. Diese Donation ist enorm. Humble Store Purchase made for your 109,97. Zwei Sachen. Heilige, war das gerade gruselig, dass eine Donation reinkam, weil ich gerade nicht streame. Andererseits, irgendeiner von euch Verrückten hat gerade für über 109 Dollar bei Humble Store was gekauft. Also egal wer du bist, anscheinend war es über meinen Link, deswegen dicken Dank an dich. Weil da kriege ich natürlich eine Provision für. What the fuck? Danke! Ein Brecheisen. Oh. Oh. Können wir jetzt da unten in das Loch rein? Oder können wir das Ding hier öffnen? A handle of some sort must be used for some contraption. Seeing this handle makes me realize just how secretive this place may be. Mid-sized crowbar, strong enough to pull some nailed boards. Ja, ihr wisst, wo wir nailed boards gesehen haben. Ich lade nochmal in Ruhe auf, ne? Was soll schon Schlimmes passieren, Freunde? Alles easy. Aber ich habe mich gerade erschrocken über diese Donation. Donation. Ey, what the fuck? Krass. Wenn du das gerade gewesen bist, der im Humble Store so viel gekauft hat, schreib's gerne mal in die Kommentare, was du gekauft hast. Wenn du möchtest. Also wir gehen jetzt hier rein, hä? Huh? Wir gehen jetzt wirklich hier rein. Das ist... What the fuck, komm. Komm, was ist das für ein creepy shit? Eine Puppe. Eine Puppe, mhm. A thin piece of metal with random holes cut into them. Ja, ich weiß, wo wir das dran halten. Oben an die Buchstaben. Okay, der Anfang war auf jeden Fall holprig. Dementsprechend habe ich jetzt vom Anfang ein bisschen was weggecuttet, weil da hättet ihr wirklich... sehr viel sehen müssen, wo ich einfach nur immer hoch und runter gelaufen bin und nicht wusste, wo ich hin muss.
Hätte ich das jetzt schon aufnehmen müssen? Ich weiß, das ist dumm, weil da oben uns jetzt vielleicht gleich was verfolgt, aber... Okay. Scheiße, Mann. Heilige Scheiße. He see you won't go. He see you won't go. Er sieht, du wirst nicht gehen, denke ich. Wer sieht das? Und... Heilige Scheiße, ist gruselig. Das ist der Teddy. Sieht der, dass ich nicht gehen will? Heilige Scheiße, ist das gruselig, Alter. I see you, Marco. Dass solche Türen auch einfach viel zu spät wieder zugehen, ne? Das macht mir auch mehr als Angst. To grab ladder. Ah, mit der Leiter können wir jetzt auf jeden Fall hier oben das Rad drehen. It's on too tight. Jetzt heult irgendein Mädel. There has to be something in this house that can loosen this wolf up. Warum heult jetzt irgendwo ein Mädchen? Kann ich sie hier irgendwie so oben durchsehen? Digga, warum ist da unten so ein Tuch? Lad mal kurz entspannt auf, ne? Alter, ist das krass! A Girl's Fabric Face heißt das Game übrigens. Vielleicht hat die dann das Tuch im Gesicht. I don't know. Über ihrem blutigen Kopf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich hier drauf laufen kann. Okay, der ganze Kühlschrank ist umgeschmissen worden. Ich kann nicht mal genau orten, wo diese Heulgeräusche herkommen. Digga, mach die Tür wieder auf, Alter. Oh, geil! Das Kreuz ist hier runtergeplumpst. Behind you. Alter. Creepy shit. Jetzt ist der da unten. Ich sehe den hier unten halt nur, wenn ich von oben durchgucke. Time to rest. Meinst du?
Meinst du, jetzt gerade ist time to rest? Auf jeden Fall, ey. Safe, klar. Time to rest, Freunde. Ey, mega entspannt. Jetzt könnte ich auch gerade echt gut schlafen. Yo. I remember when you first came here. 40 years ago, when you were still such a young girl. Vor 40 Jahren warst du so ein junges Mädchen. 16 oder 17, wenn ich mich dran recht erinnere. You'd come by quite often to set up and stay the night with the spirits. Du warst sehr You were very brave. Du bist nachts hier geblieben mit den Geistern. End, I took you once I felt the drugs have taken full effect. Am Ende habe ich dich dann genommen, als ich gemerkt habe, dass die Medikamente dich mitgerissen haben. Da steht jetzt übrigens Let Her Out. Digga, charge schneller, charge schneller! Warum zählt das denn nicht mehr als Paranormal Finding? Oh lol. Weil das jetzt ein Paranormal Finding ist. Freunde. Die Tür unten ist offen. Let her out. Genau als wir aufgewacht sind, ist die rausgegangen. Komm schon! Das Tuch, was oben hing, hängt jetzt daran. Oh, Alter. Oh, das ist so richtig ekliger Horror. Das ist so nicht Jumpscare oder böse Horror, sondern so richtig so atmosphärischer Grusel-Scheiß-Horror. Wie man es sich eigentlich wünscht. Sie ist draußen. Wir können jetzt durch das eine durch, wo ein Schloss dran war. Das können wir jetzt abknipsen. Heilige Scheiße. Und nun können wir in den Keller. Hey. Investigate what happened while I slept. While I sloop. Ah. Das hier ist ein fucking Labyrinth, glaube ich. Maybe a power box? Time to rest. Investigate what happened. Das ist das, was ich geschrieben habe. I think it's time to get the hell out of here. This is far too much. Am I hallucinating? I need to find an exit. I must be hallucinating. I should rest for a bit. Find a way out of the house. Das sind unsere Notes nur weitergeschrieben. Das heißt, hier war wirklich schon mal jemand hier. Large pulling okay, dafür brauchten wir die Handle. Ich weiß nicht, wo wir gerade reingehen. Yo! Das ist so SCP all... It's nothing but an illusion. Once you leave and come back, you will see what once was. After that, once you hear the music sound as I lie in wait, my door will open to seize your fate. Ist nur eine Illusion. Wenn du einmal gegangen bist und wiederkommst, wirst du sehen, was hier mal war. Danach wirst du einen Musiksound hören. Und dann wird die Tür sich öffnen und ich werde dir dein Schicksal verraten. In coffins we shall... We live in way. Alter. Hat er dazu was geschrieben?
Nee, ist ja auch eigentlich voll entspannt. Das hier sind aber alles keine paranormalen Findings. Das ist anscheinend alles voll Tutti. Ist er gewohnt. Refabric covering our face. Warum bist du genau in dem Moment angegangen, Alter? Go back down. LOL. Freunde, das ist fucking Layers of Fear all along. Hier sind jetzt vier Särge. Erinnert ihr euch an die Notiz, man soll mit dem Jüngsten anfangen und sich dann hocharbeiten? When? Wir können es öffnen, wenn wir das herausfinden. Tag, Uhrzeit, Monat. Oh, 12 PM irgendwie. Scheiße! Das habe ich nirgendwo aufgeschrieben, das stand nur oben. Dangling there with importance to her side. Once lost, all is lost. Use what it found to unlock new meaning. A picture of oneself viewed by oneself. That place in the room. Ja, das stand nur oben. Das war irgendein Juni und 8 PM. Vielleicht können wir einmal nach oben gehen und dann wieder runter, um das Ding zu öffnen. Hier waren wir auch noch nicht. Ach, das ist der Weg. Bringt er uns um, wenn er uns sieht? Freitag, 8 p.m., 2. Juni. Freitag, 8 p.m., 2. Juni. Friday. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Friday. 8 p.m. 2. Juni. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. 6. Das muss noch irgendwas mit dem Haus da auf sich haben. Oder... When? Tag, Haus, Uhrzeit, Monat. Wie soll man Friday denn sonst anders angeben als mit einer 5? Ich habe die ganze Zeit so Angst, dass der Uckel kommt, ne? Wir haben ihn jetzt zwar nur einmal gesehen, aber... Alter, ohne Scheiß. Friday. 8 p.m. Friday at 8 p.m. June 2nd. That's the last... June 2nd. Habe ich nicht eingegeben. Freitag 8 p.m. June 2nd. Die 2 habe ich nie eingegeben. Friday, 8 p.m., June 2nd. Safe Cracker! Holy Cracker, Freunde. Wir haben noch ein weiteres Stück von dem Bild. Oh, man hätte bestimmt so viel mehr schon finden können.
Ich tu mein Bestes, Freunde, okay? Ich tu mein Bestes, irgendwie hier an die Wahrheit zu kommen. Vertraut mir. Oder glaubt mir, eher gesagt. Ich versuch wirklich immer mein Bestes. Das ist die Musik. Wenn die Musik ertönt. Behind you. Ist das jetzt da hinten die einzige Tür, die wir noch nicht öffnen konnten? Nee. Wir haben uns jetzt auch halt so ein Dings-Wheel mitgenommen, ne? Irgendwo kam ein Schlüssel raus. Da. Another key, but with a very complex pattern. Must be for an important room. Must be for an important room. Kann ja nur noch gruseliger werden, die kranke Scheiße hier. It's so spooky, I think I'm gonna poop my pants. Welchen? Den einzigen Raum, den wir noch nicht aufgemacht haben, ist entweder die Haustür hier vorne. Oder eben der oben. Maybe 60. Is that scary enough? Erst war es maybe 45. Someone has willingly come. Young and beautiful. Appears to be recording a video. I placed a pill in her water. She should suffer hallucination and weakens. Her name is Anna. She is very warm. Ich glaube, er meint uns. I think it's time to get the hell out of here. This is far too much. Ja, schöne Scheiße. Erinnert ihr euch an das, wo wir schon gesehen haben, was man hier alles lesen konnte? Ab irgendeinem Punkt war unten Blut drauf. Noch ein Stück von dem Bild. Hier ist auf jeden Fall ein Typ auf dem Bild mit drauf. Unten ist keine Tür mehr, Freunde. Hier hängen nur noch zwei Puppen. Es verändern sich dauerhaft nebenbei so kleine Dinge. Und das macht mich vollkommen fertig. Wie wär's, wenn wir uns jetzt nochmal eine Runde schlafen legen? Kurz eine Runde. Alter, guck mal, wie das da jetzt schon aussieht. Der ist voll am Bluten. Teddy hat sich auch ein kleines Stück bewegt. Am I hallucinating? I need to find an exit. Das sind die Halluzinationen, von denen gesprochen wurde, die wir jetzt bald bekommen sollen. Oh, wenn der uns jetzt gleich von hinten umknüppelt, ne? Ich weiß nicht, Alter. Boah, ist das alles gruselig, Mann. Ist das alles gruselig. Das Spiel hat so einfach und so verwirrend erstmal angefangen und jetzt ist es einfach nur... der krankste Scheiß ever. Maybe a power box? Müssen wir noch mal in den Keller?
Auch wenn der Keller mit das Gruseligste ist. Where are you, Lana? Why do you keep running from me? Digga. Jagt er uns jetzt? Scheiß Jagen, ich werde ihm bestimmt gleich voll in die Arme laufen. Hi. I must be hallucinating, I should go rest for a bit. Ja, safe. Stimmt. Jetzt ist auf jeden Fall... Wisst ihr, Freunde, wenn irgendwann mal einmal der Moment war, in Ruhe zu schlafen, jetzt. Vollkommen. Safe call. Jetzt gerade sollten wir einfach mal in Ruhe eine Runde pennen. Das Ding ist, man hat gerade so ein Geräusch gehört, als ob sich was verschoben hat. Bevor ich mich jetzt pennen lege... ...will ich gucken. Da ist immer noch eine Wand. Da ist ein Loch, das sieht man. Da muss man irgendwann mal durch, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich kann mich doch jetzt nicht jetzt schlafen legen, ey, das... Das Spiel will das! Let's look! Vielleicht können wir jetzt nochmal was Paranormales aufnehmen. Ist ja noch nicht kranke Scheiß passiert. I remember how you looked. Wie du aussahst. Clueless. And plain as your mind was filling more and more with hallucinations. Wir haben immer mehr Halluzinationen bekommen. To the point where you became bis zu dem Punkt, wo wir komplett taub geworden sind. You probably don't remember how you died. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mehr dran, wie du gestorben bist. The others don't know too. Die anderen wissen es auch nicht. The final doll to perish. Bis du endlich eine Puppe warst. Der macht uns zu. Das da vorne ist für dich nicht paranormal? Anscheinend nicht. Wir hätten vorher aufladen sollen. Ich kann die Kamera nicht mehr wechseln. Ich kann nicht mehr zur ersten Kamera. Ich habe nur ein Drittel paranormale Sachen bisher gefunden. Das ist echt nicht so viel. Wenn man bedenkt, dass es bis 100 gehen kann. It was a twisted game. All four of you died. But I did place a doll by your passing body to never forget you. Any of you. Das ist ein endloser Loop. Ich glaube, jeder wählt den Weg hier lang. Unfortunately, it didn't quite go to plan. Anna, your hate towards me. Your desire to see me fail is causing all of this. This right here. It's a hell's loop. A loop for our final moments together. And it doesn't matter if you die. It will all just start over and over and over. Your resistance is what's causing this loop. Why can't you accept that I'm doing this for all of you? For all of you. To know a perfect eternity. This is not just for me, but for you too, Anna. We can pass on together. Just you and I. And have a perfect end.
Muss mir jetzt merken, wie ich die gleich in den Sarg lege. Mit Sicherheit. What I've been through, the things I've seen and done before I took my own life. I've been through it so many times and I felt it so many times. Don't you want it to end too? Haven't you had enough? Why don't you think about the rest of us and end this damn loop? I understand I'm the one that killed you and all the others, but that was over 40 years ago. It's time to forgive and to move on. Spiel ist richtig gut gemacht und super gruselig. Es tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel kommentiere, aber ich bin einfach nur baff und habe Angst. Press 1 to forgive, press 2 to not forgive. Nein! I hope you know what you're doing. Ich glaube, um das zu machen, was ich jetzt gerade machen möchte, fehlt mir eine. Hey. Das war safe das schlechteste Ende. Alright, schade. Ich dachte, ich krieg was anderes. Ich wollte die Puppen irgendwie wegbringen. 22. Juni 19... Geil. Jetzt gerade wollte mir Windows ein Update reinhauen. 22. Juni 1968. Vier Mädchen und ein Mann wurden tot aufgefunden in einem Haus irgendwo in Settlewin. Die vier Mädchen in der Altersgruppe zwischen 2 und 16... 2 und 16... sind tot aufgefunden worden im Haus. Die hatten alle ein Tuch über ihre verwundeten Körper mit unmenschlich viel Blut dran. Alle Mädels sind wahrscheinlich gestorben, weil sie so viel Blut verloren haben. Als der Mann dann, und der Mann ist vom Suizid gestorben, mit einer Waffe zu seinem am Kopf. Alter, was? Er wurde aufgehangen, eingesperrt, von der Decke hängend mit einem Haken und zu Tode geschnitten. Die Szene war das Brutalste, was die Stadt jemals gesehen hat. Wir nennen das diesen Mord die Mädels mit dem The Girls with the Fabric Face. Alter. Hey. Come on. It's time to start again. Krass. Und so endet das jetzt nochmal, wenn man jetzt wieder einfach von vorne anfangen kann. Und so ist es immer wieder gemacht. Wie ein Loop. Achieved Ending 1. A Stubborn Ending. Bad Ending. Der Grudge. Okay, krass. Okay, krass. Ich wollte halt da um die Ecke laufen, weil ich gehofft habe, ich kann die Puppen irgendwie in die Särge legen und kann dadurch halt dann ein richtiges Ende zusammenreimen. Alter, super heftiges Ende, Freunde. Super krass. Alright, alright. Wenn ihr mehr von dem Game sehen wollt, lasst gerne jetzt mal einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, dass ihr es geil fandet. Das wäre es auf jeden Fall jetzt erstmal für dieses Ending. Von The Girls with a Fabric Face. Bis dann. Und good sleep, euer Brain.